So, wie besprochen, kleines Tutorial über Betaflight. Das ist die erste Seite, die du siehst, Einrichtung, Sensorkalibrierung. Da machen wir immer bei jedem Anschließen Beschleunigungssensor kalibrieren und die Z-Achse zurücksetzen. So, dann gehen wir auf. Ja, noch dazu, hier im Info, Armin deaktiviert aufgrund, siehst du dann immer eine Meldung, wenn irgendwas nicht sein sollte, warum man nicht armen kann, kriegst du dann hier eine, wieder hier reinschreiben, also da rechts. So, dann hast du die Tab mit die Anschlüsse, dann hier muss immer der auf dem jeweiligen Port der Empfänger eingestellt sein und auch die Vista, das macht man über hier vorne MSP auf dem richtigen Port. Und in meinem Falle hängt noch auf UART4 noch GPS, weil das ein Long Ranger Copter ist, der so ein bisschen anders aussieht, weil er zusammenfaltbar ist, aber er hat GPS. So, dann gehen wir zur Grundkonfiguration. So, das ist, die Einstellungen sind meistens schon vorgegeben, ich würde auch nichts Großartiges ändern. Man kann den Copter benennen. Hier ist nur wichtig, Arming muss auf 180 Grad eingestellt sein. Hier der Air-Mode sollte aktiviert sein. OSD natürlich. LED nur, wenn man LED hat. Und natürlich hier unten GPS. Wenn man ein GPS hat, dann muss das aber auch richtig eingestellt sein. Und das kriegt man dann meistens, wenn man GPS einbaut, dann steht das eh dabei. So, hier stellst du ein, in oben rechts eine Ecke, wenn dein Board quasi nicht in, auf dem Board ist ein Pfeil und wenn du es nicht in Pfeilrichtung einbaust oder es um 180 Grad gedreht ist, wie in meinem Falle, dann muss man das hier einstellen, weil sonst der Copter beim Armen sich überschlagen würde. So, bei Strom und Akku, das ist jetzt anders, als es bei dir sein würde zum Beispiel, weil ich verwende diesen Copter mit einem Lithium-Ionen-Akku. Das heißt, meine Zellspannungswerte sind weitaus niedriger, weil man eben einen Lithium-Ionen-Akku viel weiter runterfliegen kann als einen LiPo. Beim LiPo würde in der ersten Zeile, sollte hier stehen, 3,3, in der zweiten 4,2 und in der dritten 3,5, ab wann du die Warnung kriegst, dass du bald landen musst. Presets lassen wir, das habe ich selber bis heute noch nicht verwendet und werde es auch nicht verwenden. Pit-Einstellungen, hier geht es ums Tuning. Dieses solltest du dich aber erst befassen, wenn du schon wirklich mehr von der Materie verstehst und wie und was funktioniert. Das Einzige, was du hier einstellen kannst für deine persönlichen Bedürfnisse, sind die Rates, auch Ratenprofil genannt. Ja, das siehst du hier in der Kurve. Und dann sieht man auch, was, siehst du, wenn ich die Sticks bewege, dann tut sich da was. Ja. Das ist halt, wo man einstellen muss, okay, warte, ich gehe noch ein bisschen runter, damit du es besser siehst. Nämlich hier siehst du, okay, wie schnell macht der Copter was, wenn ich einen Stick-Input gebe zum Beispiel. Ne? Also wie schnell soll das vonstatten gehen? Hoch, runter, um die eigene Achse drehen. Also wie schnell soll er sich da drehen um die jeweilige Achse? Das ist eine rein persönliche Sache. So, beim Empfänger muss natürlich eingestellt sein, hier einmal der richtige UART und der richtige Dings. Das könnte sein, dass bei dir, ich glaube, dass das für DJI-Fernsteuerung würde wahrscheinlich Steuerung via MSP-Port, weil ja die Vista auf einem MSP hängt. Also das bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ich weiß es nicht. Könnte nur sein, ja, dass man bei der eben Vista, dass du da Verbindung kriegst, dass man hier das einstellen muss. Wie gesagt, bei mir ist es seriell via UART, weil ich einen seriellen Empfänger habe. In dem Fall bei mir natürlich Crossfire, Telemetrie und hier sieht man dann die ganzen Kanäle. Sieht man, wenn ich Throttle gebe, Yaw, Pitch, Roll. Kann auch sein, dass das hier Kanalzuordnung verstellt ist. Das muss man dann einmal
das anders auswählen. Also es, ja, die haben diese drin, das war das aber gar nicht. Es macht nur, ob es AETR ist oder ob es TAER ist. So. Dann eben die Modi heißt zum Beispiel Arming, ja, dass wenn du deinen Kopter armst, dass sich der obere bewegt. Siehst du, er springt darüber. Dann haben wir Angle Mode. Ich starte immer im Angle Mode. Dann haben wir noch das GPS Rescue. Auf dem gleichen Switch ist bei mir der Beeper. Und dann haben wir hier noch Flip After Crash. Das heißt, wenn der Kopf da am Kopf liegt, dass ich mich umdrehen kann und weiterfliegen kann. Wichtig ist immer das Speichern. In der Motoren-Tab siehst du, welche Drehrichtung die Motoren haben sollten. Immer ganz wichtig, dass die A, dass die, dass Motor 1 auch Motor 1 ist, rechts hinten. Also das trifft jetzt zu, wenn du zum Beispiel einen Kopter neu bauen würdest. Dann musst du dann hier mal schauen, wie gesagt, das Motor 1 ist rechts hinten, Motor 2 rechts vorne, Motor 3 links hinten, Motor 4 links vorne. Da musst du auch schauen, dass die dann, wie gesagt, wenn die nicht in die richtige, also Reihenfolge sind und nicht richtig drehen, dann geht man hier auf Motordrehrichtung und stellt das ein. Und man kann auch hier mit die Schieberegler, da muss man hier erst sagen, ja, ich weiß, was ich tue, ich habe die Propeller entfernt und dann kann man die einzelnen Motoren mit die Regler steuern. So, mehr gibt es jetzt da nicht zu sagen. Im OSD-Tab stellst du dann ein, was du auf dem Bildschirm natürlich sehen möchtest. Da gibt es hier eine Liste zum Auswählen. Nicht alle Sachen können angezeigt werden. Das ist ESC-abhängig oder FC-abhängig und von der Brille. Also quasi, das ist aufgebaut auf analog, dass man alles sieht. Aber für uns ist meistens nur wichtig, die Batteriespannung, was haben wir dann noch? Gut, hier die Entfernung zur Startposition, ja, Modellname, ein Timer, die Warnungen, also wann man landen sollte. Und ja, Videosender trifft nur zu auf Analog. LED-Leiste, wenn man LED verbaut hat, kann man hier das Programmieren, welche Farbe, ob sie blinken soll oder wie auch immer. Dann haben wir den Flugschreiber, sowas wie die Blackbox. Dort werden deine quasi, wenn du einen Kopter baust und ihn tunen möchtest, dann würdest du hier von die Daten entnehmen, aber dazu gibt es auch eigene Videos. So, in dem Fall werde ich mal den Speicher löschen, das brauche ich nicht. Das dauert jetzt einen kurzen Moment. So, lädt noch immer. Ich mache mal kurz Pause. So, jetzt ist er fertig. Dann gibt es noch die Kommandozeile. Das kannst du hier zum Beispiel, wenn du deinen FC updaten möchtest und ich weiß, welcher das ist, gib mir eine Version. Enter. Okay, das ist jetzt ein. Gut, die Betaflight-Version hat er mir angezeigt, aber das, was ich eigentlich meinte, war Board Name. Glaube ich, was ich wollte. Na, bin jetzt blöd. Gut. Dann geben wir ein Help, dann kriegst du die ganze Liste. Und dann siehst du die ganzen Befehle, was man eingeben kann. Vielleicht mal anschauen, die Liste, dass du weißt, okay, welche Befehle gibt das, was machen die. Einfach mal vertraut machen damit. Und was wichtig ist, nur am Ende, dass man immer hier dann Save reinschreibt. Wenn man etwas geändert hat oder so, dass es eben dann auch gespeichert wird. Ja, das war es jetzt mal zu Betaflight. Hoffe, das hat dir geholfen, vielleicht einen Überblick zu bekommen. Und ansonsten kannst du mich ja gerne fragen.